Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, genau hier haben wir aufgehört, weil wir nicht speichern können, während wir auf Tour sind. Also kein Button dafür da, dann wollen wir mal einfach weiter. Was ist denn hinter mir schon wieder los? Ich hätte das Spiel gern gespeichert. Irgendwas explodiert da. Irgendwas brummt. Ach, wird nicht so wichtig sein. Schau mal lieber in den Kofferraum mit unserer Brechstange. Oh, her damit. Das sammeln wir noch ein und dann schauen wir mal in die gruselige Tankstelle rein. Und danach geht sofort zur Antenne, zum Missionsziel, das wir haben. So, Schraube locker wie beim letzten Mal. Aha. Schön weiter Geräusche machen. Ach, da ist auch so ein Vieh. Ist das nicht schön? Ein Scheißhaus. Hab ich schon schlimmere gesehen. Und die waren nicht von so einem Dimensionsdrift beeinflusst. So, hier haben wir Haufen Sachen, die man nicht looten können. Ein Glück kann ich mit der Brechstange. Was denn mit euch passiert? Anomalie. Scan. Ein Tourist. Ja. Die haben ihren Urlaub bestimmt bereut. Oh, ich kann das andetschen. Und ich glaube, da ist ein Riss rein. Nee, kein Riss. Egal, Rucksack, was haben wir denn? Mehr Fackeln, mehr T-Shirts. Vielleicht nenne ich die Episode so, wenn ich mich dran erinnere. Ein Pinsel, bisschen verdünner. Können wir alles nicht einsammeln. Ist aber schade. Ich dachte, das wäre hier ein richtig gefundenes Fressen für uns. Da ist nur der Rucksack. Hier ist ja gar nichts drin. Aber vielleicht das Teil? Nö. Tja, Pech für uns. Achso, hier ist noch der separate Raum, der auch nicht viel Loot hergibt. Nun gut. Dann ist es eben so. Dann wollen wir einfach schnell. Wir könnten was auftanken. Wie voll sind wir denn? Tank. Platte hinten rechts leer. Wir könnten Platten herstellen. Wo haben wir denn? Primitive Platte herstellen. So, und wo muss man die anbringen? Anbringen. Vielleicht hier hinten. Eckstoßstange? Nö. Platte. Da! Das sieht doch gut aus. Was fehlt unserem Auto denn noch, außer dass es so furchtbar aussieht? Vorne links fehlt eine Platte. Na gut, dann machen wir gleich die zweite. Herstellen. Vorne links. Diesmal habe ich aufgepasst. So, müssen wir das noch reparieren? Nee, sieht gut aus. Unsere Stahltür wollen wir mal ein bisschen überlackieren. Ja, das ist was Feines. Gut, dann auch hier über die Rostflecken einmal. Na, was war denn das? Ja, lass das mal mit dem Geräusch. Das meine ich annähernd ernst. Das macht mir ein bisschen Angst. Wieso ist ein Baum hochgekommen? Das ist unnatürlich. Bäume sollten sowas nicht machen. So, die Platte wird auch hier schön. Gut, kein Reparaturwerkzeug mehr. Das ist schade, aber wir können bestimmt ein weiteres machen. Vergasermotor braucht man nicht. Primitiver Scheinwerfer. Kann man doch auch herstellen. Da fehlt doch einer auf der anderen Seite, oder? Der linke funktioniert. Ja, sieht zwar scheiße aus, aber funktioniert. Mehr muss es ja nicht. So, was kann man noch machen? Primitive Stoßstange. Mensch, das hat sich ja gelohnt, alles einzusammeln. Ah, ist das nicht schön. Jetzt mal unser Auto scannen. Was fehlt dir denn, Kollege? Nix. Reifen passen, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, Abdichtkit, eine improvisierte Bandage. Ach so, wahrscheinlich um den Reifen abzudichten. Ich glaube nicht, dass das hier eine Amphibienmission wird. Starthilfe, Reparaturkit. Das wollte ich. So, ich schaue noch mal, obwohl es ganz, ganz dämlich ist, zu dem Baum, der da gerade erschienen ist. Ein Poller. Ja, that radio station's up on a hill somewhere.
Eyes to the horizon. Eyes to the horizon. Oh, der Poller geht wieder weg. Das ist aber schade. Hallo, ist hier Loot? Oder Baupläne? Irgendwas? Ein Kühlschrank. Geräusche. Geräusche. Blöde Geräusche. Egal. Weiter geht's mit dem Looten. Oh, ein alter Gameboy, so wie es aussieht. Den hätte ich natürlich gern. Ein Telefon. Ja, wollen wir das... Na gut. Das Spiel lässt uns, also machen wir's. Vielleicht kriegt man ja ein wertvolles Teil aus dem Telefon. So. Dann können wir hier, glaube ich, nichts mehr machen. Außer rennen. Boah. Sind die Steine immer schon so hoch geflogen? So, irgendwas hier noch drin. Benzin haben wir, glaube ich, genug. Das wollte ich ja nachschauen. Nö, haben wir nicht. Dann tanken wir einmal voll. Und dann Eyes to the Horizon. Augen auf den Horizont, wurde uns gesagt. Das wollen wir dann gleich mal machen. So, einmal kurz in Tankposition bringen. Motor lass mal an. Soll man beim Tanken nicht. Macht das nicht zu Hause nach. Und legt auf jeden Fall den Parkgang ein. Sonst schwebt man ja davon. Von wegen davon schweben, davon rollen. Ist egal. So. Einmal Zapfhahn in Zapfloch. Ist das schön. Ein volles und glückliches Auto. So, wieder aufgeräumt. Und dann fahren wir mal Richtung Missionsziel. Fahren. Ja. Dann schauen wir mal, wie das klappt. Au. Schön auf die Straße. Ganz schön viele Touristen hier. Kann man die umfahren? Bringt das Glück? Bringt kein Glück. Das sollte man nicht machen. Ich wollte es mal ausprobieren. Es tut mir leid. Hauptsächlich um mein Auto. Das habe ich gerade so schön hochrepariert. Ein Poller. Wieso müssen wir den jetzt ausweichen? Wie kommen wir denn da hoch? Und was ist das für ein Geräusch hier links? Ist egal. Ich sollte nicht so viel auf Geräusche hinter mir achten. Solange ich nichts sehe, ist auch nichts da. So, den Touristen wird ausgewichen. Solange die mich nicht verfolgen, ist ja alles gut. Sonst wäre ich lieber drüber gefahren. Ich habe echt nicht die besten Offroad-Reifen. Aber das muss für jetzt reichen. Wird mich auch interessieren, was in den Silos da hinten war, wo die Kräne drauf sind. Die haben wir beim letzten Mal ja gesehen, aber haben es nicht näher erforschen können. Weil wir von so vielem anderen Zeug abgelenkt waren. So. Schön rum hier. Das sieht auch nach einer Radiostation aus. Wäre ich eine Radiostation, würde ich genauso aussehen. Und ich höre schon wieder was. So. Motor aus, spart Sprit. Aussteigen. Impulsdinge ausgerüstet. Eine Kiste. Achso, Inventar könnte man natürlich gerade auch ein bisschen aufräumen. Ist egal, wir haben hier noch Platz. Ah, da sehe ich Batterien, die nicht gesteckt wurden. Das geht so natürlich nicht. Kiste, okay, können wir nicht machen. Irgendein Boiler-System hier draußen. Das ist ein ganz cooles Graffiti. Gefällt mir. Nur das sieht sehr schmerzhaft im Fuß aus. Rundfunksender. Brauche ich den? The instability is ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Von mir aus, die ist aber sehr vage. Und worüber soll ich mir keine Sorgen machen, außer von der Technologie? Instabilität kommt näher, na gut. Hey, ich bin mit offenem Kofferraum gefahren, so geht das aber nicht.
So, ich soll auf eine Karte gucken. Und das Gelbe ist was? Das ist die Instabilität. Bin ich blöd? Wo muss ich denn hin? Verwende die A-Gerätekarte, um einen Ankerplatz zu finden und anzufahren. Ist das einfach meine Extraction Zone? Da ist doch ein Ankerplatz. Und da ist ein richtig großer. Ich nehme den hier. So, ist markiert. Dann wollen wir mal. Nicht scheidenwischer Motor starten. Oh, und das Kätzchen schnurrt wieder. So. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Was ist denn hinter uns los? Nix. Gut. Ein kleiner Test. Ne, das braucht man nicht abspielen. Bin ich da vorne gegengefahren? Das kann es doch echt nicht sein. Ich passe doch hier auf beim Autofahren. Au. So, irgendwie alle Routen sollen Einwegstraßen sein. Das sehe ich aber nicht. Die kann ich ja zumindest zurückfahren. Ich glaube, diese Eintrittspunkte sind Einwegsportale. So, ist egal. Wir visieren den Wegpunkt da unten an. Wird schon irgendwie schief gehen. Hui. Oh, ich bin richtig zufrieden jetzt mit meinem Auto. Ist schon schön aufgerüstet, aber da geht noch viel mehr. Bin auch froh, dass wir zwei Scheinwerfer haben. So, Touristen muss man ausweichen. Entschuldigung. Den hätte ich beinahe wieder gerammt. Das wäre nicht Sinn der Sache. So. Und dann einmal hart rechts. Au. Das tut meinem Auto doch mehr weh als mir. Der Reifen hinten sieht schon nicht gut aus. Ja, das ist selten ein gutes Zeichen. Dann wird es Zeit für ein bisschen Offroad. Na, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. So. Mit Riesenschritten zum Arkteil. Links wäre zwar auch ein großer gelber Punkt. Die können auch links hingehen. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Vielleicht haben die Game-Entwickler aber gedacht, man nimmt den großen gelben Bobbel und machen das hier extra schwierig oder gefährlich. So. Bin da. Was wollen wir machen? Nimm den Anker. Na gut. Batterie ist nicht gut. Dann lass mal den Motor an. Ja, ja. Danke für die Warnung. Fütter den Anker ins Arkgerät. Na gut, das kriegen wir noch hin. Und wie? Habe ich den fallen lassen? Tatsächlich, da liegt er. So. Tür auf und rein damit. Au. Nein! Mein Auto! Meine Tür! The Arc device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage, but it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. Das sehe ich auch so. Darf mein Auto wieder reparieren wegen deiner dämlichen Technologie. Vielleicht geh mal hier erstmal weg. Vielleicht fahr mal erstmal hier weg. Auto an. So, wo muss ich hin? Au. Erstmal ein bisschen zurück, dass mich die Teile nicht wieder in die Luft schleudern. So. Und nur was? Zu so einem Teil. Portal verknüpfen. Ist das genau das, was ich nicht machen sollte? You see that glowing pillar into the sky? Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Okay, hätte ich nicht näher dran sein sollen dafür. Glaube, ich habe was falsch gemacht. Ist egal. Dann muss das Auto mal hier bisschen was leisten für sein Geld. Das sieht schon extrem beeindruckend aus, muss ich sagen.
Das sieht extrem cool aus. Und rein mit uns in den Hyperstrahl oder was das ist. Ui! Sind wir jetzt tot? Nee, wir sind wieder hier. Und das Spiel hat gespeichert. Das sieht doch gut aus. Oh, well, well. You're alive. But ja. If the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. Sehr gut, danke, dass ich das Testkaninchen bin. Everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back. With all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. Ob die mal nicht so unfreundlich. Ich reiß mir hier einen Arsch auf, werd beinahe von euch hier, setz mein Leben aufs Spiel, weil ihr mir komische Anweisungen gebt. Also nur mal hier schön die Schnute halten. Wieso kriege ich die nicht auf? Brich Hinterzimmer mit einem Impulshammer auf. Den Hammer doch noch. Und los geht's. Sehr schön. Oh, das ist nicht sehr schön. Da ist ein Totenkopf drauf. Das ist mir zu gruselig. Was haben wir hier? Fertigungsmaschine. Viele Ordner. Sind das meine Skillpunkte? Korrupt, unstable, stable 2. Ja. Keine Ahnung. Fehler versiegelt. Scan-Antenne für das Sperrgebiet. Dieses Gerät, zusammengebastelt aus geplünderten Ersatzteilen und Ausrüstung aus Oppis Tresorraum, sucht das Sperrgebiet nach Inseln der Stabilität ab. Her damit. Und Scanner, okay. Ja, nehme ich auf. Und wo muss ich das dran dengeln? Aufs Dach. Auf dem Dach, nicht auf meinem Dach. Ich dachte, mein Auto wird jetzt so ein cooles bis zum Wohnmobil hoch mit cooler Technologie. Anscheinend nicht. Ah, dafür war das Gerüst hier. Ein Glück hat die schon so vorgesorgt gehabt, dass man leicht aufs Dach kommt. So. Und platzieren. Ah, das mache ich doch wunderbar. Müll habe ich auch gleich aufgeräumt. Oh. Oh. Guck mal, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe. Schrott gestapelt. Na gut. 21. Gut. Hat das den Moment zum Initialisieren? Autowartung. Soll ich mein Auto warten? Hole die Handbremse aus dem Lagerschrank im Hinterzimmer. Oh, das kann ich machen. Das mache ich auch einfach auf. Wird ja immer nervig hier. Handbremse. Da muss ich aber einiges umsortieren. Da muss ich kurz einiges umsortieren. So, die Konserve. Manche trockenen oder konservierten Nahrungsmittel sind überaus lange haltbar und das Verbrauchsdatum ist ohnehin nur ein Richtwert, oder? Ich kann nicht die essen. Bringt das Gesundheit? Ja, es bringt Gesundheit. Ist das schön, dann können wir uns gesund fressen. Das ist auch hier meine Strategie gegen Depression. Weiß nicht, ob es funktioniert. Ich lasse es euch wissen. Oh, ein Handstaubsauger. Ich weiß genau, wofür wir den brauchen. So, Handbremse ist ausgerüstet. Baue die Handbremse im Motorraum ein. Okay. Im Motorraum. Was ist denn jetzt wieder ein Motorraum? Kann doch nicht da sein. Die Handbremse kommt nicht in den Motor. Denke ich. Bin mir ziemlich sicher. Und wo willst du die Handbremse haben? Hallo? Handbremse gehört normalerweise da in die Mittelkonsole. Was
übers Gen. Kann auch nicht sein, dass ich hier die Handbremse nicht reinkriege. Oder brauche ich das? Nee, das ist ja die Karte. Lademaschine. Oh, die brauchen wir auf jeden Fall auch. Batterie war ja so schwach. Ich glaube, ich fresse noch die andere Konserve. Ach, habe ich gerade nicht hier. Motorraum. Ist es wieder auf dem Dach? Sorry, falls ich gerade auf dem Schlauch stehe. Vielleicht muss ich die einfach ausrüsten. Nein, mein Brecheisen. Früher oder später werde ich das verlieren. So. Zuweisung auf die drei mit dir. Tür öffnen. Wolltest du jetzt nur öffnen? Handbremse. Na gut, probieren wir es von der anderen Seite. Das hat vorne auch mehr geklappt. Doch, hier vorne. Einfach ran, Dinge. Na also. Dankeschön. Nix leichter, als das eine Handbremse zu montieren. So, den ganzen Space hier brauchen wir. Die Konserve habe ich schon angedeutet, fressig, obwohl das, glaube ich, eine andere war. Habe ich die jetzt rausgeworfen? Nee, ich habe die ausgerüstet. Bitte essen. Ja, mein grüner Bildschirm, das gefällt mir. So, wo haben wir denn hier schön Lagermöglichkeiten? Im Spind. Der spinnt doch. So, wie können wir das machen? Am besten so. Hier, komm mal. Ne, lila Items sind, glaube ich, besonderer. Mehr besonders als andere. Die blauen kommen nach hier. Das können wir ja irgendwie farblich doch schon machen. 9 Volt Batterie, das kommt nach da. T-Shirts kommen nach da, werden nach oben gestapelt. Lila kommt nach hier. Das sieht doch schon wunderbar aus. Fackeln brauche ich. Ach, die nehmen wir mal mit. Schadet nicht, paar Fackeln mehr dabei zu haben. So, schön ausladen. Mehr Fackeln für den Lukas hier. 9 Volt Batterien bis zum Abwinken. T-Shirts. Noch mehr T-Shirts. Gasflaschen. Plastik, soweit das Auge reicht. Ich komme mir ja vor, als würde ich im Meer schwimmen. So, eine Diode bzw. Plasma. Achso, das war nicht das gleiche. Ist egal. So, das ist gerade keine Ordnung. Ich versuche nur alles irgendwie kurz mal aufzunehmen. Die Brechstange, kann man die irgendwie reparieren? Ich glaube nicht. Okay, Medizin nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Beziehungsweise heilen uns noch hoch. So, T-Shirts. Mehr T-Shirts. Wir können auch oben an. Nee, wir fangen unten an. Da ist so eine. Okay. Keine Ahnung. Wird schon passen. So, das stapeln wir. Das ist was Neues. Toll. Jetzt komme ich mit dem Grünen nicht hinterher. So, das sind diese Teile. Das sind diese Teile. Noch so ein Stethoskop. Chemikalien und Enten. Die sind schon mal versorgt. So, das Grüne kommt meinetwegen dann nach unten. Hilft ja alles nichts. So, irgendwie. Die sind dunkelblau, die sind heller blau. Es macht doch keinen Unterschied. So, ich bin erstmal zufrieden damit. Hier die Gaskartuschen, die stecke ich sonst wohin. Die passen hier nicht rein. Aber noch eine andere Spinnseite? Nö. Vielleicht können wir ja noch was machen. Hier ist eine Werkzeugkiste, da können wir Werkzeug lagern. Ich hätte jetzt auch einfach was ins Fass geschmissen. Das können wir bestimmt wieder auffüllen. Ach, das füllt mich auf. Das ist ja klasse. Dachte, da gibt es nur ab und zu Items drin. Werkbank kann ich nichts drin speichern. Jukebox bzw. Radio brauche ich gerade nicht. Hammer nur ein Spind, das ist aber ein bisschen dürftig. Ich wette, ich kann noch mehr bauen. Auch hier wären schöner Werkzeugschuppen. Rohrpostsystem. Ich habe doch gar nichts zu versenden. Was ist das? Vargas Autosauger. Okay, falls mal unser Auto mal schön saugen wollen, warum nicht? Vielleicht wird es ja mal staubig. Lademaschine haben wir schon verwendet. Na gut, dann kommt hier das zu den Gasflaschen, die Gaskartuschen. Warum nicht? Zerstört gerade ein bisschen die Ordnung, aber solange wir es nicht sehen, ist ja alles in Ordnung. So, das ist hier noch nicht verschrottet. Das wollen wir dann gleich mal als erstes machen. Wo ist denn mein
Werkzeug hin. Ja, suche im Müllcontainer nach etwas, das dir beim Ausladen des Kofferraums hilft. Ich hab den schon ausgeladen. Au. Eine Fackel? Wie helfen mir Fackeln? Packe Überlebenswerkzeuge ein. Hab ich doch. Wo ist mein... Ja, ja, ist gut. Wie oft kann ich den Müllcontainer denn fragen, ob er für mich schönes Zeug hat? So. Fertigungsmaschine. Wollte ich gerade nicht. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo ganz viel Zeug ab. Ah, da ist noch ein Spind. So, das ist eine primitive Platte, primitive Stoßstange. Da ist ja mein Verschrotter. Den brauche ich. Reparaturkit nehme ich. Sofort. Eins lass mal hier. Oh, die Teile lassen wir vielleicht auch hier. Den Handstaubsauger brauchen wir für die Natriumlampen. Nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, wird es erstmal Zeit, hier das bisschen noch zu zerlegen. Das da ausrüsten. Und zwar auf die 3. Warum auch immer auf die 3. So. Ja, mit dem schönen Zeug. Das sieht aber nach einem besseren Reifen aus als den, den ich habe. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Jetzt definitiv nicht mehr. So, schön die Platten hier abschneiden. So. Das Auto braucht hier eh keiner mehr. Ah, ich brauche ein Starthilfekabel jetzt tatsächlich. Oder kein Starthilfekabel, aber ein Starthilfeset. Das können wir noch herstellen. Wir haben echt viele Ressourcen inzwischen. Denke ich zumindest. Hab viel eingesammelt. Bin ganz stolz drauf. Das sind alles meine Schätze. So. Einmal durchsuchen. Mit der Brechstange vielleicht. Schön auf. Ja. Oh, da ist ja noch so viel Zeug drin. Beziehungsweise nicht so viel, wenn wir es mal gestapelt haben. Da ist eine Schraube. Das müssen wir alles in Ordnung bringen. Das kommt darauf. Das kommt darauf. Das haben wir noch nicht. Und Fackeln. 19 Stück. Ist das nicht toll? Ich weiß es nicht. Ja, mit dem schönen Zeug. Ach, das ist eine wunderbare Mechanik hier. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich glaube, wir haben hier alles bis auf... Okay, sollte vielleicht nicht mit der Flex in den Tank gehen. Das ist meistens sehr explosiv. Transportkoffer. Oh. Kann ich den... Was ist mit R? Oh, das ist schnell alles reintun. Kann ich den nicht irgendwie hier reintun? Mal hier abstellen, öffnen. Okay, das Teil ist da drin. So, die Tools sind doch da gut versorgt. Die Pappkartons würde ich gern rausmachen und die Transportkiste... Kann ich die nicht einfach... Finde einen Weg in die Stadt. Okay, das müssen wir nachher dann schauen. Ersatzreifen nehme ich mit. Und mir wurde auch empfohlen, ein Starthilfeding zu machen. Das machen wir mal. Ja, einen Vergasermotor nehme ich jetzt nicht als Ersatz mit. Wenn das passiert, haben wir größere Probleme. Wenn unser Motor... Etwas plump, aber effektiv. Verbinde dieses Einweggerät einfach mit einer leeren Autobatterie und geh dann in Deckung. Das klingt schon so ominös. So, Starthilfe hier. Passt perfekt rein. Handstaubsauger. Was soll's, da rein. So, dann haben wir unsere fleißig gesammelten Ressourcen. Die stacken wir nochmal ein bisschen. T-Shirt, soweit das Auge reicht. Ich mag's, dass man hier aus den Inventaren craften kann. Das ist immer eine sehr schöne Mechanik. So, stapeln. Wenn alles schön sortiert ist, bin ich glücklich und ich hoffe, ihr auch. So, das sieht fast gut aus, bis auf die Gaskartuschen. Aber gut, die kommen mal... Ach, die kommen mit mir mit. Ich stecke die in den anderen Spind. Sonst könnte ich keine ruhige Minute mehr verbringen. So, Gaskartuschen da rein. Nee, ernsthaft, was bringt jetzt der Koffer, den ich da habe? Nur zum Ein- und Ausladen? Ich dachte, vielleicht können wir den hinten reintun. Der mehr Platz als die Kartons.
Kann ich die aufnehmen? Kann ich die kaputt machen? Sollte ich vielleicht nicht versuchen, während ich sie noch brauche. So. Eins nach dem anderen. Erstmal in den Spind. So, schön stapeln, schön stapeln, schön stapeln. Sieht doch, das Leben sieht doch schon wieder viel, viel geordneter aus. Nein, Enten viel platziert. Das passiert mir öfter. So, Pappkartons. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen größer als Transportkoffer. Kann ich auch. Nee. Einmal absetzen. E einfach zum Interagieren. C. Keine. Okay, vielleicht später. Ich platziere den mal hier im Eck. Ah, nicht vor der Tür, das ist dämlich. Dann kommt der hier hin. Na, also da liegt er doch gut. So, dann gesund Zimmer. Connected Zimmer auch. Dann müsste man wohl die Route ansehen. Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. Okay. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so. Your call. Ja, leck mich. Wo müssen wir denn hin? 3 Stunden? 6 Stunden? Da ist, glaub, unser Ziel. Und das ist Stufe 1, das ist Stufe 2. Und hier 3 Stunden, das ist Wald, das ist alles Wald, okay. Das sind alle stabile Dinger. Ich würde sagen, wir nehmen hier die E5. Aber wofür steht das E5? Okay, gelbe Häuschen sind niedrig und rote Äxte, die auf den Block hauen, hier rechts in der Anzeige, sind keine da. Okay. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist der komplett falsche Weg. Oh, guck mal, da sind so kleine Kaninchen hier. Das ist ja lustig. Also, ich würde sagen, wir machen das. Klingt doch gut. Ich würde sagen, das klingt gut. Nicht erkannt, nicht erkannt. Auto fragt, Tourist. Was auch immer. So, Routenplaner ist bereit. Auto ist fast in Ordnung. Sehr schön. Reifen ist gut. Reifen könnte besser sein. Wir haben aber, glaube ich, noch was wir freischalten konnten. Fülle den Tank und repariere das Auto. Da war ich doch gerade dabei. Wir haben hier einen Materiezerleger. Fehler. Materialien fehlen. Da braucht man 4 Zahnräder und, oh, noch 3 Metallschrott. Ich dachte, wir hätten inzwischen genug. Anscheinend braucht man viel von dem Zeug. So. Dann, wo haben wir noch ein Kratzerchen? Da ist noch ein Kratzer. Das ist ja nur meine optionale Checkliste. Oh, der Sommerreifen macht es echt nicht mehr lange. Das war der, der so komisch aussah, schon auf meinem HUD. Hat es gereicht? Bist du repariert? Du bist fast repariert. Das respektiere ich. Das muss ja nicht zu 100% sein. So, meine Fahrertür ist das Wichtigste. Schützt mich hoffentlich vor allem, was böse ist. Oh, der Vergasermotor hat auch ein bisschen Schaden genommen gehabt. So, mein primitiver Scheinwerfer hat schon Hau. Der normale Scheinwerfer hat ihn Hau. So, den braucht man aber. Im Dunkeln sehe ich da nichts mehr. So, nochmal auf den Motor. Sehr schön. So soll das aussehen. Dann lasst uns mal schauen, was wir hier noch machen können. Vielleicht pimpen wir noch das Auto. Noch ein primitiver Scheinwerfer. Ein Ersatzreifen haben wir dabei. Stoßstange haben wir dabei. Abdichtkit braucht man nicht. Reifen sind wunderbar. Reparaturkit. Vielleicht noch ein zusätzlicher Verschrotter. Zahnrad natürlich. Braucht man 4 Stück. Machen wir die mal. 1, 2, 3, 4. Die habe ich jetzt da. Die tun wir in den anderen Spind. So, und das kommt irgendwie
Nee, das passt nicht. Das passt schon gar nicht. Keine Ahnung, was ich da gerade vorhatte. Das hat man ja gesehen, dass das hier... Nein, meine Fackeln. Überhaupt nichts werden kann. So, Reparaturkit ist in Ordnung. So, keine Ahnung. Dämliche Konserve, die da noch rumliegt. So, ich dachte, ich könnte hier zumindest noch ein bisschen was bauen an Lagermöglichkeiten. Im Moment zumindest nicht. Fülle den Tank. Dafür haben wir doch diese schöne Fläschchen hier. Ach, das brauche ich gar nicht. Hier ist ja eine Zapfsäule. Her damit. Schön, dass die immer gefüllt ist. Und rein damit. Können wir den noch scannen? Wunderbar. Vielleicht kriegt man irgendwann so eine Premium-Tankklappe, die man nur aufdrücken muss. Die sieht hier ein bisschen aus Pappe aus. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.